Ich habe Montag den Anruf bekommen von Jens Dott und wir haben uns darüber unterhalten. Natürlich war ich dann sehr erfreut auch natürlich, dass so eine Anfrage von so einem großen Verein kommt. Und ich glaube einfach, wir hatten wie gesagt ein gutes Gespräch und dann ging es halt jetzt alles so schnell und ich bin einfach jetzt auch froh, hier zu sein. Natürlich ist es jetzt ein bisschen spät, aber trotzdem ist es noch früh in der Saison, aber ich bin jetzt hier. Ich freue mich wirklich darauf, auf die Aufgabe, auch bei diesem Verein zu sein. Es ist ein großer Verein und deswegen bin ich einfach froh, hier zu sein, auch wenn es jetzt ein bisschen spät ist. Ich war lange nicht mehr so fit wie jetzt. Ich habe wirklich sehr, sehr hart trainiert, auch in den letzten Wochen. In Hoffenheim, also wirklich auch im Mannschaftstraining teilgenommen, seit Wochen, jetzt seit 6 Wochen, 3 Wochen bei der zweiten Mannschaft, dann bei der ersten Mannschaft 2 Wochen trainiert. Also ich muss sagen, also dass ich schon fit bin und ich habe jetzt lange auch nicht gespielt. Es ist was anderes natürlich, wenn man auf dem Platz steht, aber ich werde erst mal sehen, wie das Training läuft und dann mich einfach bescheiden, dazufügen in die Mannschaft kennenlernen, das denke ich mal, erstmal das Wichtigste. Also unser Verhältnis war immer gut. Ich glaube, jetzt wurde da auch ein bisschen geschrieben damals wegen dem letzten Spiel in Hoffenheim. Also ich glaube einfach, dass ich damals einfach nicht enttäuscht war, einfach, dass ich nicht gespielt habe. Und das war 2 Tage später schon für uns geklärt. Wir haben miteinander telefoniert, deswegen mein Verhältnis zu Markus Gisdol war immer gut und deswegen ist alles gut. Ich habe jetzt im Moment keine Lieblingsposition. Ich glaube, ich kann auf vielen Positionen spielen und das ist für mich jetzt kein Problem, dann auch hinten links zu spielen, mein Gott. Aber ich glaube einfach, keine Position jetzt, wo ich sage, ja, da will ich unbedingt spielen. Ich will für die Mannschaft da sein, für die jungen Spieler, weil es auch viele junge Spieler da ist. Ich werde mit meiner Erfahrung versuchen zu helfen, auf dem Platz, außerhalb des Platzes, in der Kabine, deswegen denke ich, es wird auch eine große Rolle spielen und auch sehr wichtig sein, auch in der Truppe. Ich glaube, gegen Hannover.